Zur Herstellung von Fliesen greift Lea Schücking mit Charts auf ein traditionelles und doch neues Verfahren zurück. Als Materialien verwendet sie aus Bauschutt stammende Ziegel und recyceltes Glas. Diese werden zerkleinert, vermischt und zu Fliesen gebrannt. Entscheidend für Farbe und Struktur der Fliesen ist die Art der Ziegel, das Mengenverhältnis zwischen Ziegel und Glas sowie die Brenntemperatur. Um unterschiedliche Rezepturen zu entwickeln, hat Lea Schücking Mischungsverhältnisse und Brenntemperaturen in einem aufwendigen Prozess erprobt und austariert. Das Ergebnis ist eine große Bandbreite an Farben und Haptik. Jede Fliese ist ein Unikat. Trotzdem harmonieren die Fliesen verschiedener Mischungen miteinander und können kombiniert angewandt werden. Ich arbeite gern mit Materialien und ich erfinde gerne Materialien. Ich finde, das ist das Spannendste überhaupt. Und Bauschutt ist natürlich ein Material, was es zu Häufe gibt. Also es werden irgendwie im Jahr 3,4 Millionen Tonnen Bauschutt nicht weiter verarbeitet. Und ich wollte eine Quelle haben, also ich wollte ein Material nutzen, was es einfach viel gibt und was irgendwie so ein bisschen verkannt sonst im Container landet und nicht weiter benutzt wird. Mit Charts ist ein Weg gefunden, ästhetisch anspruchsvolle Fliesen zu produzieren, ohne auf die Gewinnung neuer Rohstoffe zurückgreifen zu müssen. Charts zeigt Verbrauchern das Potenzial und die Schönheit, die im Recyceln von Baumaterialien stecken. Bauschuttrecycling ist hochaktuell. Urban Mining, also die Stadt als Rohstoffmine, das Benutzen von Sekundärrohstoffen, die ja eigentlich schon bezahlt wurden von uns und die dann auch dort zu verwenden, wo sie abgebaut wurden, ist mehr als sinnvoll. Und ich sehe ja auch, dass andere Leute da in diese Richtung arbeiten und finde das großartig. Ich würde mir wünschen, dass noch viel mehr Leute in diese Richtung arbeiten und dass wir irgendwann uns darauf stürzen, wenn ein Haus runtergerissen wird und jeder sich irgendwie die Sachen nimmt, die er quasi benutzen kann und dass da Neues draus entsteht. Das ist eigentlich großartig und wichtig, weil unsere Ressourcen sind endlich.